schon ist der 5. Juni 2022. Gut, dass du das Jahr noch weißt. Ja, man muss ja auch mal überlegen, wann wollten wir eigentlich die Musical Revolution machen? 2021. Jetzt sind wir 505 Tage zu spät dran. Mein Gott, aber wir freuen uns so dermaßen. Ja, man, hast geschlafen? 6 Stunden. Aufgeregt? Mhm. Wir machen jetzt Pantomime. Auf welchen Song freust du dich heute Abend am meisten? Nur Pantomime, nicht singen. Ah ja, sofort erkannt. Niemand weiß, du weißt es auch nicht, was das ist, oder? Ist es In Juliet? Ja. Ah. Guck mal, ohne singen klappt es besser. Da errate ich sofort an. Ohne Jukebox, weißt du? Ja. Hier wird auch nochmal spontan auf dem Parkplatz geübt. Alles für die Show. Endlich angekommen in der Halle. So. Ich führe euch mal rum. Das Beste ist ja, der Weg führt immer übers Catering. Hier ist übrigens mal, damit ihr mal seht, wie viel Vorbereitung. Das ist unser Lichtplan, wo Scheinwerfer hängen und sowas. Hier der wichtigste Part. Schon mal ein bisschen zum Snacken. It's getting real. Die Band probt, es wird alles geprobt. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Wir haben da noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Kommen wir zum Boss, wie sagst du? Ja. Nachdem wir ja letztes Mal als Phantom der Oper auf die Bühne gekommen sind, dachten wir uns, dieses Mal machen wir Starlight Express. Das ist eine super Idee, ich sag's dir nur. Ui. Adrian! Du bist doch heute, kommst du als Rusty Starlight Express auf die Bühne. Hier ist dein Kostüm für heute Abend. Ja, danke. Setz mal auf. Das sieht scheiße aus. Das ist Starlight Express, das muss ein bisschen schrottig aussehen. Aha. Der Wahnsinn. Aha. Bitte. Ja. Moin alle zusammen. Wunderbar. Na, hast du ja noch Michelle auch mit Mikros da? Jo. Ich danke dir. Herr Zetterholm. Ja, hallo, sorry, war, ich höre dich nicht. Also, Entschuldigung, Herr Zetterholm, ja. Es war mir eine Ehre, zusammen mit Ihnen hier dieses Book of Mormon Ding zu singen. Das war genial, du bist so dafür, dass Teil wir das nur zweimal gemacht haben, mit Typecast. Dankeschön. Ich glaube, wir sind falls beide jemand zuschaut. Beide Typecast. Ja, oder? Definitiv. Sorry, we're free to take our crowning glory.
So Leute, eine Minute vor Show. Adrian ist schon auf Position, ich auch. Wir machen heute das Starlight Express Intro. Danke an alle, die dabei sind. Robin, ja. Wie ist es? Es ist so geil, Leute. Es ist so toll, endlich mal wieder für Leute zu spielen und so einer vollen Jahrhunderthalle. Die sind dabei, oder? Die sind echt dabei, die rosten völlig aus, egal was. Wer hat gerade Wait for It gesungen? Ja, ja. Und Sleeve. Aber es ist so toll, Leute, es ist so toll. Also ich würde sagen, wirklich, wenn es mal wieder kommt, kauft Tickets, kommt zum Musical Revolution. Du machst Marketing jetzt. Das ist Sarah. Hallo. Na, wie hat dir der erste Akt bislang gefallen? Es war richtig gut. Und jetzt haben wir gerade nur Rouge gemacht und das ist das beste Stück von allen. Warum? Und warum ist das beste Stück von allen? Weil es richtig Spaß macht. Ja. Wir unterschreiben wirklich alles selbst, handgedengelte Holztafeln. Das ist kein Holz. Viel Spaß noch. Diese Frau war letztes Jahr die letzte bei uns in der Schlange. Heute ist sie eine der ersten. Wie hat sie denn gefallen? Super. Es war super genial. Und SpongeBob war witzig. Und Moulin Rouge wird Hammer. Und Hamilton geht immer. Tja, ich frage mal die Dame dann. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, war auch sehr schön. Wie hat es Ihnen gefallen? Super. Also ich freue mich schon auf SpongeBob. Mega. Wo kommt ihr her? Nürnberg. Nürnberg, wir auch. So, wie hat es euch denn gefallen, der Reihe nach? Sehr gut. 1A, perfekt. Ja. Sehr schön. Und jeder noch schnell sein Lieblingsmusical heute Abend? Hamilton and Hands. Waitress. And Juliet. And Juliet. Jetzt haben ja alle sich ein Autogramm abgeholt, ne? Bloß wir können da ja nicht anstehen, deswegen gehe ich mal auch mal die Runde. Der Karl van Wegberg. Wie hat es dir denn heute Abend gefallen? Geil, es hat mir mega gefallen. Solche tolle Leute zu arbeiten und solches mega Programm. Und so einen geilen King George? Ja,
habe eine Frage. Kannst du noch die Superkali-Frageliste, Choreo? Die können, Fabi kann sie noch. Ja. Die Buchstaben? Zum Teil bestimmt, ja. Wenn ich sie schnell mache, dann kann ich sie. Echt? Ja. Okay. Du kannst ja doch. Und irgendwann kommt so die Schreibmaschine. Hey. Das erste Mal, dass ich mit diesem Mann Kontakt hatte, war, als er mir mit einer blutigen Platzpatrone meine schönen weißen Schuhe versaut hat. Das war bei Bad Out of Hell. Jetzt sehe ich zum zweiten Mal bei einer geilen Veranstaltung. Es war schön mit dir. Es war wunderschön. Ich habe Spaß gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war toll. Das Publikum war richtig gut drauf. Ja. Du warst der Hammer. Sorry. Lass mir das auch mal einfach sagen. Ja. Ja. Also wenn ihr jetzt nicht dabei wart, jetzt, bei dieser Edition von Musical Revolution, dann kommt ihr das nächste Mal und dann macht ihr nochmal was. No pressure. Ich muss dann ganz dringend weiter. Die Jessica Nein, du bleibst hier. Frau Kessler. Ja? Wie geht es dir? Mama, mir geht es super, Mama. Man muss dazu sagen, ich habe keine versoffene Stimme. Vor allem, man denkt ja immer so, weißt du, so hier die Musical-Darsteller und sowas, die das schon tausendmal gemacht haben, null aufgeregt. Aber klar, wir sind natürlich aufgeregt gewesen, aber da Jessica war auch ein bisschen aufgeregt. Ich war sehr aufgeregt sogar, ob die Stimme hält. Jetzt ist egal. Jetzt ist wurscht, jetzt ist egal. Jetzt habe ich 3 Tage Pause, dann geht das wieder. Was spielst du als nächstes? Stehst du nochmal auf dem Bus bei Priscilla? Leider nicht. Das würde ich so gern nochmal machen. Das war so eine geile. Grüße an Siatner Platz Theater. Ja, nochmal Priscilla. Ich mache jetzt, ich habe am Freitag Premiere, Elektrolurch am Westfälischen Landestheater, Outdoor-Premiere. Wir hoffen auf schönes Wetter. Ich muss Nina Hagen singen, also von daher. Doch. Also, es passt doch super, wenn ich so klinge, ist doch geil. Ich bin happy und glücklich und werde immer döfer. Döfer? Also, ja, ich bin einfach, weißt du, es gibt diesen Punkt, wo du so müde bist. Wo du noch doof bist. Ja, nur noch doof. Ach. Aber ich habe Spaß gehabt. Wir haben, das ist so toll. Das ist das Geile, war ja auch, wir wussten ja, dass du Hamilton singst, ne? Aber wir haben es heute so zum ersten Mal gesehen, dachten wir so, okay, das ist Next Level Shit. Es ist immer schön, wie sie das schon. Ich liebe das moderne Musical Theater. Da fühle ich mich total zu Hause. Und ich habe diesen Abend sowas von genossen. Deswegen, von Sekunde 1, ich war auf der Bühne und die Nervosität war weg und habe einfach nur genießen können. Das ist so schön. Und ihr habt das großartig gemacht und ich habe dich geliebt bei Six, ihr Mäuse. Wenn ihr das verpasst habt, dann habt ihr echt was verpasst. Wo ist denn die Kamera eigentlich? Da. Hallo, die suche ich nochmal. Soll ich dir was sagen? Ja. 5 Sekunden vor Six hatte ich noch Rollschuhe an, weil ich gedacht habe, so, ich muss die Rollschuhe ausziehen. Und dann hatte ich den Knoten nicht aufgekommen und ich stand so auf der Bühne. Timos! Du hast es gerockt. Dankeschön. Und wenn ihr glaubt, da ist das Limit der Töne, Charles Kreische hat da noch ein paar mehr Auflager. Ich versuche alles, ich gebe mein Bestes. Entschuldigung, du versuchst, du kannst es halt einfach. Ach, du süße Maus. Und du! Ihr Lieben, tschüss! Hey, hallo! Hallo, du! Hey, heiße Braut! Ohne Witz, es war sensationell geil, mit dir auf der Bühne zu stehen, dich auf der Bühne zu sehen und es war uns ein inneres Blumenpflücken. Es war einfach nur wunderschön. Das ist übrigens die Wieske. Also, ja, die Wieske. Also, falls man mich nicht erkennt, Adrian. Ja. Ich bin die Wieske, ja. Hab nicht an der UdK studiert, aber in Holland. Aber ja, über 40 bin ich auch schon, ja. Du bist doch nicht über 40? Ja, wirklich. 2 Kinder schon, ja, wirklich. Ja, ja dann. Ja. Aber Leute, es war ein Traum. Es hat super Spaß gemacht. Wirklich, was für eine Stimmung hier aufgekommen ist. Was für... Also, ich dachte kurz, wir haben als Zugabe the best day ever. It was a crazy day. Aber es war ein toller crazy day. Wirklich, ja. So toll. Und Elephant Love Song, Medley.
Okay. Ja. Ich habe mich sehr bewundert und If war einfach nur Sterben schön. Oh, danke vielmals. Danke sehr. Nein, es war tolle Stimmung. Wir sind getragen worden und wir haben das alle miteinander einfach cool gerockt, finde ich. Ja, ja. So. Ich, Wahnsinn, was da heute passiert ist. Also, es ist echt schön. Also, sind wir auch durchgerockt. Ja? Ja, also, ich hoffe, bis ganz bald. Ja. Ja, super. Tschüss. St. Gallen noch ganz gut. Spielt ihr wieder? Ja. Lady Bess? Ja. Sehr gut. Die hässliche. Ja, genau. Was? Ihr hattet an eurem Tisch waren Gummibärchen. Ja, hättest du mal an der Lampe gerubbelt, hättest du selber Gummibärchen bestellen können. Ich rubbel nicht an meiner eigenen Lampe. Achso, stimmt. Das war jetzt aber auch echt uninformiert. Ja, da habe ich jetzt auch gerade war. Oder? Das war nicht gut. Wir müssen mal rausschneiden. Wie schön war das? Hat mir Spaß gemacht? Ja, mega. Mega Spaß. Hattet ihr auch Spaß? Ja. Wir haben nicht viel mitbekommen, aber es war anscheinend schön. Ja, es ist immer so ein bisschen wie ein Film, der durchläuft. Ja, ja, das Inje hat mega geholfen, weil ich dann immer die anderen zumindest anhören konnte, wenn sie gesungen haben. Das war echt cool. Ja, aber ist doch schön. Kannst du jetzt noch mal die Kamera? Anja Bacchus. Wir sind hier gerade mitten im Interview und sie Bacchus. Anjaya Bacchus. I'm really, really sorry, but I just heard from Anton Zetterholm, the Disney Star. I heard that there's pizza in the Kantine. So, es ist wie beim letzten Mal. Wir hatten, wie lange waren wir jetzt bei Meet and Greet hier? Ich weiß es nicht. Anderthalb Stunden ungefähr, Meet and Greet. Circa eineinhalb. Und kennst du die Angst, dass du rauskommst und niemand steht an? Das hatte ich. Natürlich, dieses Musical Revolution, denkst du, da steht keiner an. Das Problem war natürlich auch, wir standen an erster Stelle. Ja. Also man musste an uns vorbei. Vielen Dank an alle, die so lange gewartet haben. Ein Fest für uns und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe eine Frage. Machen wir das nochmal? Ja, Januar 24. Januar 24? Ja, wir müssen erstmal warten, bis neue Musicals nachkommen. Sonst spielen wir doch immer denselben Bums.